Hey, da bin ich wieder. Hip, hip, hurra. Wir spielen Grim Dawn. Immer noch. Doch immer noch Spaß. Wir haben letztes Mal Fort Icon erforscht, haben sehr viel über die auserwählten Kaimans herausgefunden. Oder wie wird man die heißen? Kaimans Auserwählte. Ah, daran. Und jetzt geht's heute endlich mal Richtung Necropolis. Nachdem ich die Vermächtnis der Rovari-Quest gemacht habe, wofür wir schnell mal eben nochmal in den Bloodgrove zurück müssen. Die Rovari haben mir aufgetragen, ein paar Teile von den Schreien von Mokdrogon zu sammeln. Davon haben wir eins letztes Mal gefunden. Das andere ist in einem Rift, was ziemlich früher war, in Bloodgrove halt. Das heißt, erstmal den Rift finden und dann im Rift dieses Teil finden. Mokdrogons unverzierten Stein. So, bevor all das passiert, Buffs anklicken. So. So, die Rift sieht immer so, auch so ein bisschen zufällig, wo die sind. Das heißt, man muss aber mal ein wenig suchen. Eine Einstellung ändern hier. Okay, perfekt. Das Schöne an Grim Dawn ist, es ist komplett pausiert, sobald man einfach irgendwie aus dem Bildschirm rausgeht. Du kannst auch jederzeit auf Leertaste einfach pausieren, aber man muss keine Angst haben, dass irgendwie, dass man getötet wird, während man gerade rausgetappt hat oder so. Dadurch ist es allerdings auch keine gescheite Taktik, wenn man einen Nekromant oder irgendwas mit einer Privatarmee spielt, einfach den Gegner zu rennen und rauszutappen und irgendwie auf YouTube-Videos zu schauen. Dafür muss man sich dann wohl einen zweiten Bildschirm besorgen. Das Schöne ist, dass die Siegel fallen lassen können. Also diese elektronischen Siegel der Bindung sind ja schon sehr wichtige Items. Da braucht man eine Menge über die Zeit beim Craften und so. Das Blöde ist, die sind teilweise jetzt nicht mehr ganz das Level. Ich meine, das Level 54 und die sind jetzt so ziemlich genau auf der Grenze. Manche von denen sind halt nur 52. Und wenn das Level zu niedrig ist, dann lassen die sowas nicht mehr fallen, damit man sich halt nicht die leichtesten Gegner der Welt aussucht, um seine Mats zu farmen, sondern es immer noch ein bisschen schwer sein muss. Portal hier im Bloodgrove finden ist immer so ein Krampf, das ist, weil der ganze Bloodgrove so groß ist und so gleich aussieht. Schade, nichts für uns. Das Portal hier, was soll das? Wieder war ich schon.
schwöre, am Ende ist es einfach hier in dieser kleinen grauen Stelle. Oh, oder hier am Rand. Also normalerweise ist es immer relativ weit im Westen. Ja, Tatsache, genau hier. So, jetzt heißt es da drin wiederum diesen Runenstein finden. Auch kein Plan, wo der normalerweise ist. Oh, den finden wir schon. Schön ist, es gibt alles Blumen. Bei der Verbannten, bei der Hexe, die wir letztes Mal kennengelernt haben. Ah, da ist auch schon der Stein. Andersherum heißt das wiederum auch, jetzt müssen wir den Ausgang finden. Wir können uns hier nämlich nicht wegteleportieren. Man kann ja hier in den Rifts, kann selbst keine Rift Gates öffnen, weil wir hier keine Verbindung zum Äther haben. Schauen wir mal, die Verbannte ist mittlerweile respektiert. Ich weiß nicht, wie hoch die sein muss, damit sie die nächste Quest gibt. Ich schätze mal hier auf geehrt, aber das ist ja echt nicht mehr viel. Also man kriegt ja für alle ketonischen und alle ätherischen kriegt man ja Ruf bei der. Das heißt, es sammelt sich irgendwann an. Mensch. Keiner ist auserwählt, da haben wir den Hut voll. Ist ja cool. So, ich schau mal eben, wo wir bei Devotion waren. Ah ja, wir waren hier gerade bei Ulsat. Fertig machen, aber hatten wir nichts freigeschaltet. Das ist das Coole bei Fraktionen, wo man ironische oder ätherische Farben muss. Und das ist gruselig. Cool, hier wurde irgendein Haus, irgendeine Wohnung wurde hier in den Rift gezogen. Und die Uhr schlägt noch, das ist schön. ja, bei Fraktionen, wo man ätherische oder ketonische Farben muss, da kriegt man den Ruf immer relativ schnell zusammen. Klar, weil man davon natürlich unglaublich viele tötet. Wenn man irgendwas Besonderes farmen muss, dann ist es halt schwieriger. Also gerade bei Devil's Crossing zum Beispiel, also dem Gefängnis, da muss man ja Ronnys Gang für farmen und die trifft man ja eigentlich überhaupt nicht oft. Das heißt, eigentlich nach Akt 2 sieht man die nie wieder. Wir haben dann noch 5 Akte vor uns mit Krams, der keinen Ruf bringt. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. So, wir haben den ganzen Kram zusammen. Jetzt müssen wir ins Astakan-Tal. Da sieht man hier auch schon ein weiter Schrein. Das ist der Schrein, der kaputt ist, der wie eine Statue aussieht. Den können wir jetzt mit dem ganzen Kram reparieren. Hier hinten ist der. Das heißt, hier quasi einfach mal nach Osten direkt durch. Ich habe im Ernst nicht nur noch 10 Elixiere des Geistes übrig. Die trinke ich auch wie Wasser.
Aber wenigstens passiert es im Moment nur noch selten, dass ich irgendwo wirklich Mangel habe an Mana. Also meistens, wenn es Mana aus ist, dann ist der Cooldown für die Tränke auch schon fast wiederum. So, ich mach gerade mal das Totem hier mittendrin noch. Ihr Viecher. Nichts wirklich Umwerfendes dabei. Ja, das habe ich ganz vergessen, wenn man hier eine Waffe liegen würde oder irgendwann benutzen kann. Die packe ich mal in ein weiter entferntes Fach, sonst verkaufe ich die irgendwann aus Versehen. Und jetzt gehen wir mal zu dem Schrein. Da gibt es nämlich auch ziemlich viel interessante Lore, das ist natürlich auch spannend. Weil wir um hier rum jeden Schrein hier entweihen wollten. Und das ist er. Oh. Er sieht komplett anders aus als die anderen Schreine. Gehen wir mal reparieren. Die sieht man auch schon, ja. Ganzen Kram, den wir hier hoppen müssen. So, Schrein gereinigt. Und die Ktonier tauchen auf und finden es überhaupt nicht gut. So, wir haben natürlich einen Devotionspunkt dafür gekriegt. Ausrüstung. Ja gut, ich vergebe erstmal den Devotionspunkt. Doch ein fetter Bonus auf physischer Schaden. Komme ich da auch nicht ran? Ah, ich habe gar keinen Devotionspunkt gekriegt. Ich muss erst mit dem reden. Hier steht einer, der heißt Mokdrogens Avatar. Mokdrogen ist ja der, ja, dieser Gott, den die Rovari anbeten, der angeblich damals König Rowan davon abgebracht hat, König zu sein und ihn anscheinend gewarnt hat. Ja, ist ziemlich groß. An diesem Tag hast du den Rovari Gerechtigkeit verschafft, Sterbliche. Dafür danke ich dir. Wo ich jetzt auch so ein Stimmverzerrer eigentlich, um den zu reden. Man sieht ja schon, der ist ja, ich meine, es ist ein Avatar von einem Gott. Ist dies euer Schrein? Ja, da ist mein Devotionspunkt. So gehört sich das. Eine ganze Menge Erfahrung. Der Schrein wurde mir zu Ehren errichtet. Ja, er ist einer von vielen. Doch keiner litt unter der verderbten Gegenwart Ktons so wie dieser. Dein Heldenmut soll nicht unbelohnt bleiben. So, darf ich ein paar Fragen stellen? Ich meine, wenn man schon mal mit einem Gott reden darf. Frag mich. Wer oder was seid ihr? Ich bin der Herr der Bestien, Beschützer der Natur und Wächter der Rovari. Deine sterbliche Art nennt mich Mokdrogen. Mokdrogen ist auch ein sehr wichtiger Gott für die Schamanenklasse, die ja auch natürlich sehr naturverbunden ist. Was ist mit den anderen Göttern? Was ist mit Empyreon? Empyreon? Diesen Namen habe ich schon seit Jahrhunderten nicht mehr gehört. Diese Auserwählten, die du damit verbindest. Ich frage mich, ob sie wirklich verstehen, was sie unter diesen Ruinen entdeckt haben. Da haben wir ja letztes Mal schon rausgefunden, was damit auf sich hat, dass die in Wahrheit gar nicht Empyreon folgen, sondern irgendwem anderem, Korvaak, über den wir noch nicht viel wissen. So, ich kann nicht sagen, ja, Vater Keimer wurde vom Glauben geführt, dann ist einfach das Gespräch zu Ende, ist ja auch egal. Ich habe noch eine Frage. Ein Gott solltet ihr nicht Cairn beschützen. Dies ist lediglich ein Fragment meiner Gegenwart, ein Avatar, aber mehr als genug, um dich wie ein unbedeutendes Insekt zu zerschmettern. Also sei vorsichtig mit deinen Anmaßungen, bevor du mir sagst, was ich zu tun und zu lassen habe, Sterbliche.
Warum dann also den Grimdorn geschehen lassen? Die Räder, die in Bewegung gesetzt wurden, um mit dem Grimdorn, wie du ihn nennst, den Höhepunkt zu erreichen, drehen sich schon viel länger als dein kurzes Leben. Sogar jemand wie ich hätte die Ereignisse, die an jedem Tag geschahen, nicht voraussehen können. Aber warum dann zulassen, dass die Ätherischen und Ketonier weitermachen dürfen? Diese Welt ist nur zu einem weiteren Stück in ihrem brutalen Konflikt geworden. Die Annahme, dass der Zyklus unterbrochen werden könnte, ist der vergebliche Wunsch eines verdammten Sterblichen. Aber euer Volk wird sterben, also die Rovari. Ich allein entscheide über das Schicksal der Rovari. Von einem Sterblichen erwarte ich nicht, dass er meine Absichten versteht. Also werdet ihr nichts unternehmen? Es steht dir nicht zu, mir zu sagen, was ich zu tun und lassen habe. Ich kann ihn jetzt provozieren und kann sagen, ja, du bist anscheinend gar nicht so mächtig und so. Das ist tatsächlich eine Möglichkeit, sich mit dem jetzt anzulegen. Dann wird der Gegner zumindest für diesen gerade Spielsession, also sobald ich einmal neu starte, ist er da wieder im gesprächsfähig. Und das ist einer von den Superbossen in diesem Spiel. Also der ist tatsächlich echt knackig. Ich glaube, der ist, wenn ich das jetzt hier mache, einfach mal Level 80. Auf höheren Schwierigkeitsgraden halt noch viel höher und beschwört haufenweise Adds, also irgendwelche Bestien und macht Frostschaden noch und nöcher und so. Ist schon ziemlich übel. Werde ich jetzt hier nicht machen. Ich will jetzt nicht einfach von dem aus den Latschen gehauen werden, nur mal so zum Spaß. Ich stelle mal noch andere Fragen. Wart ihr früher sterblich? Eine beleidigende Frage. Warst du nicht früher ein Narr? Okay, danke. Wie ist euer Verhältnis zu den Rovern? Die Rovari sind meine auserwählten Leute. Durch sie werde ich meinen Willen in der aufkommenden Dunkelheit ausführen. So, ich schau mal, was die aufkommende Dunkelheit ist. Sei dir dessen sicher, Sterbliche, das Leid deines Volkes hat gerade erst begonnen. Ja, das ist ja schön. Und ich kann ihn fragen, wie habt ihr Rowan zum Verzicht seines Throns Arcovia überzeugt? Es war ja die Geschichte, dass König Rowan auf irgendeiner Reise irgendeinen alten Mann getroffen hat, also offensichtlich Moff Drogon war es damals, der ihn davon überzeugt hat, seine Krone abzulegen. Und dann hat Rowan es auch einfach gemacht. Und ist mit seinen Anhängern einfach, hat er einfach das Land verlassen und war so, nee, kein Bock mehr und hat die Rovari gegründet. Und relativ kurz danach ist Arcovia komplett verfallen, hat diesen untoten Fluch von Uruburuk abbekommen und sowas. Eine alte Geschichte und eine, die ich gerne noch einmal erzähle. Aber ich habe ihn von nichts überzeugt. Ich sah in sein Herz und offenbarte ihm die Wahrheit, die er bereits kannte. Es war Rowan, der die Weisheit hatte, meine Worte einfach zu akzeptieren. Dafür bekamen seine Nachkommen meinen Segen. Ihr habt eine aufkommende Dunkelheit erwähnt. Ja, okay, sagt wieder nichts Interessantes. Nur, ja, unser Leid hat gerade begonnen. Was sag ich das? Ominös. Und das war's auch schon. Das war die gesamte Quest. Ist einfach cool zu sehen. Moff Drogon steht hier direkt vor uns. Der erste Beweis von Götter sind real. Das ist der erste echte Gott, den wir treffen. Der erste von vielleicht mehreren. Ja, das war diese Quest. Das war ziemlich cool. Ich gehe unseren Kram verkaufen und dann machen wir uns auf zur Nekropolis. Da habe ich letztes Mal das erste Tor schon freigeschaltet. Nein, ich zögere es doch noch ein bisschen heraus. Ich gehe erstmal kurz nach Homestead und schaue, ob der Rufhändler von den Diamonds Auserwählten irgendwas Spannendes für uns hat, jetzt wo wir den maximalen Ruf bei denen erreicht haben. Vielleicht verkauft er ja was Interessantes. Der hier. So, und ich verkaufe erstmal den ganzen Krams hier. Genau, das wollte ich schauen. Achso, hier, das ist der ganze Kram, den es auf Ehrfürchtig gibt. Oder wie auch immer es heißt, verehrt. Natürlich Rezepte, diese Mandate, um den Ruf schneller erhöhen zu lassen. Und dann eben hier diese ganzen Salben, die man auf Ringe und Amulette auftragen kann. Da haben wir gesegnetes Silbermoment drauf. Macht mehr physischen Schaden. Das ist ja von Kaimans Auserwählten. Aber vielleicht gibt es hier noch was Besseres. Nee, das ist mehr für Strom und Feuer. Das physische Schaden-Ding hier. Ja, ist ganz nett, aber ist jetzt im Vergleich zu dem, was wir da drauf haben. Chaoswiderstand und Schaden gegen Ketonische ist einfach besser für uns im Moment, weil wir jetzt gegen viele Ketonische kämpfen werden.
Ja, und die ganzen Waffen und so sind halt einfach ab Level 70. Können wir jetzt noch nicht tragen. Niedrigere Items haben sie zwar, die sind ab Level 35, aber. Geht so. Ich gucke einfach mal kurz, was hier so los ist. Nee, lohnt sich nicht für uns. Also fort hier. Auf in die Nekropolis. Ah. Noch eine ganz kleine Kleinigkeit. Ich renne fix zur Bank und füll mal meinen Stapel mit Mana-Tränken auf. Das gruselt mich sonst zu sehr, die Vorstellung, dass die ausgehen könnten. Da habe ich gar keine Lust drauf. Und ich nehme eine abgetrennte Klaue mit. Ich baue eine abgetrennte Klaue. Ich vielleicht. Darf ich sowas hier schon drauf machen? Ja. So, für wenn wir Level 55 sind. So, jetzt aber. Auf in die Nekropolis. So, Nekropolis ist tatsächlich genau das, was eine Nekropolis eben ist. Also eine Totenstadt, wo ganz viele Leute begraben sind. Wir werden hier aber ausnahmsweise nicht gegen Untote kämpfen, sondern nur gegen Ätherische und Tetonia. Die Tetonia versuchen hier ja ihr Ritual abzuhalten, um den Lokorön zu beschwören. Von dem wir noch nicht genau wissen, wer das eigentlich ist, nur dass es irgendwas Schlimmes ist. Dämon, Gottheit, irgendwas in die Richtung. Und da liegt Lore rum. Einfach mal Lore auf der Straße. Das ist doch schön. Die Umsetzung der Nekropolis, Seite 1. Ich wurde damit beauftragt, ein großes Mausoleum zu konstruieren, welches die Tausenden von Toten der großen Schlacht im Westen beherbergen wird. Das wird mein Meisterwerk. Dieses Projekt wird viele Jahrzehnte andauern und in meinem Alter ist es unwahrscheinlich, dass es noch zu meinen Lebzeiten fertiggestellt wird. Ich habe damit begonnen, Pläne in meinem Kopf zu skizzieren. Das Hauptgrab wird um einen großen Brunnen platziert, welcher die meisten Gefallenen beherbergen wird. Die Menge an Erde, die bewegt werden muss, ist gigantisch, aber es wird als Fundament für den Rest der Totenstadt dienen. Während das erledigt wird, sammelt ein kleines Heer von Beamten vorsichtig die Leichen ein, versucht sie mit Zetteln und Identifikation und versieht sie mit Zetteln zur Identifikation und bereitet sie zur vorübergehenden Bestattung vor. Es werden viele Jahre vergehen, bevor die Gefallenen ihr eigentliches Grab erhalten. Um sie zu lagern, haben wir damit begonnen, vorläufige Massengräber auszuheben. Einige der Familien bestanden darauf, die Leichname an sich zu nehmen. Ich habe nichts dagegen, aber ich kann mir nicht vorstellen, warum sie nicht wollen würden, dass ihre geliebten Angehörigen hier am Ort ihres glorreichen Sieges geehrt werden. Ich sollte anmerken, dass die Leichen der Feinde bis zur Grenze gebracht werden, damit sie über sie verfügen können. Ich meine, keine Respektlosigkeit gegenüber ihren Gefallenen, aber um es offen zu sagen, sie sind nicht unser Problem. Es wurden Tausende von Arbeitern mit der Grabung beauftragt. Sie tragen das Gestein ab und transportieren es fort. Es ist offensichtlich, wo Erulan all diese tatkräftigen und willigen Arbeiter aufgetrieben hat. Sklaven, hergebracht aus den kaiserlichen Minen des Strafvollzugs oder auch feindliche Soldaten dieses Krieges. Widerwärtig, aber es muss so viel Arbeit erledigt werden, dass es einen geradezu einschüchtert. So viele Dinge, die bedacht und vorbereitet werden wollen. Ich kann es kaum erwarten, anzufangen. Ich kann nur hoffen, dass meine Frau und mein Sohn hier glücklich sein werden. Es wird für einige Jahre nicht mehr als eine Minenstadt sein, aber die Arbeit ist zu wichtig, um sie irgendjemandem anderem zu überlassen. Der Großarchitekt Hernal Listari. Es ist schön, dass man hier in die Nekropolis kommt und tatsächlich genau erfährt, was es mit der eigentlich auf sich hat. Also, wie gesagt, es ist tatsächlich eine ganz normale Nekropolis. Weil Nekropolis ist jetzt nicht unbedingt normal, aber das, was man da erkennt. Finde ich tatsächlich eine ganz witzige Subversion des Klischees von dieser Art von Spielen. Dass das letzte Level, also Nekropolis hier ist, wenn man keine DLCs hat, so ziemlich das allerletzte Level der Geschichte. Der Lokorön ist der Endboss, wenn man die DLCs nicht hat und dann den fünften, sechsten, siebten Akt nicht spielen kann.
Und normalerweise gehen diese Art von Spielen ja meistens auf einem Friedhof los. Das ist ja total der Standard. Das ist das Erste, was man ist, was man Zombies töten, Skelette töten und so weiter. Ich meine, ist ja hier in Grim Dawn auch so. Das allererste, was man macht, ist diesen Totenbeschwörer auf dem Friedhof töten. Und das Letzte, was man macht, ist auf dem Friedhof, naja, Ketonier töten und Ätherische und halt die Ketonier aufhalten. So die größtmögliche Plage, die die Ketonier haben, gegen die kleinstmögliche Plage, die die Ätherischen haben, ganz am Anfang. Ist, finde ich, ganz witzig. Die Poesie, es reimt sich. Und die Necropolis, ist groß. Also das ist wirklich ein riesen Level. Das ist geil. Also es ist so groß, dass mittendrin so ein Zwischenstopp nochmal ein Portal ist. Und es bleibt trotzdem weiterhin die Necropolis. Also wir sind jetzt hier eine ganze Weile beschäftigt. Einfach nur diese Gegner umzunutzen den ganzen Tag. Kannst nicht erwarten, das im Level aufzusteigen und die neue Axt zu benutzen. Ich merke schon langsam merkt man, dass sie nicht mehr ganz so viel Schaden macht. Das ist immer ganz schleichend, aber irgendwie merkt man es dann irgendwann immer doch. Schön ist auch, am Anfang kämpft man eigentlich noch viel mehr gegen die Ätherischen. Die Ätherischen versuchen ja auch aktiv, die Ketonier aufzuhalten von ihrem Plan. Also sehr so, es ist schon wieder so ein Moment von, warum kämpfen wir eigentlich gegeneinander? Klar, die Ätherischen sind auch nicht besser. Aber die haben natürlich auch kein Interesse daran, dass die Ketonier den Locker Room beschwören und das ganze Blut einfordern und sowas. Die wollen diese Welt ja für sich beanspruchen. Und die sind dann eigentlich genauso gerade dabei, ja, die Necropolis zu stürmen. Was uns natürlich nicht davon abhält, die genauso abzufarmen wie alles andere auch. Ich glaube, hier scheint es so ein bisschen planlos hin und her, aber ich weiß schon, was ich tue. Ich arbeite mich langsam nach oben. Das verpassen. Also wenn man hier einfach am Rand lang rennt, dann kommt man relativ schnell direkt da dorthin, wo es weitergeht. Ah, genau. Hier kann man theoretisch lang. Damit warte ich aber kurz erstmal. So, Waffe. Und so, bevor ich rein will, mal ein Portal. Ein bisschen weh. Und schauen sie mal durch. Hier ist einfach eine Truhe und hier ist unser Beschwörungskreis. Hat jetzt nicht so viel mit uns zu tun. War's schon. Die Stelle ist auch für die Geheimquest, für das Ende des Ganzen da, aber das wird für uns wahrscheinlich gar nicht mehr relevant. Also es ist ja im höchsten Schwierigkeitsgrad dann diese ganze Quest um Dahlia und Daros oder wie sie heißt. Yes, wie heißt. Dravis. Dahlia und Dravis oder so. Dabei belasse ich es jetzt mal. Hier haben die Ätherischen auch echt was aufgebahrt. Also man hat hier überall diese Obelisken, diese Bestien und so, das ist ja alles eher selten. Das ist wirklich schon ja, High-End-Invasionskram, was die hier aufbringen. Nicht nur irgendwelche kleinen Beschwörer und so, sondern
die richtig schweren Geschütze. Die nehmen das hier anscheinend sehr, sehr ernst, was hier passiert. Totem, das nehmen wir doch auch gerade mal mit. Alles einsammeln, was wir finden. Sortieren, ein bisschen Platz schaffen. Ist auch chronisch am Start. Wie das hier geordnet ist. Finde ich witzig, von diesen ganzen Blutschreien und sowas sieht man hier relativ wenig. Normalerweise in den Gebieten der Ktonia sind es ja immer total viele, aber das meistens, weil es Gebiete sind, wo sie halt viele Opfer finden. Auf einem Friedhof finden die natürlich nicht mehr so viele Leute, die man ausbluten lassen kann. So, hier steht aus der verfluchte Schmied. Bei dem kann ich Sachen bauen lassen. Ziemlich cool. Der hat aber, glaube ich, auch spezielle eigene Sachen. Ich weiß nur gar nicht, wo. Vielleicht verwechsle ich ihn auch gerade. Ah, er hat einen eigenen Boni, ja genau. Das ist auch immer, wenn man Sachen baut. Bei den verschiedenen Schmieden gibt es Chance auf verschiedene Boni. Hier hört man, sieht man unten entweder Energieregeneration erhöht oder Blutungswiderstand oder Lebenskraftwiderstand. Das heißt, wenn man wirklich sich 100% optimieren will, dann ist man natürlich, baut man sich natürlich seine Rüstung beim Schmied mit den Werten, die man möchte, mehrmals, um die perfekte Version zu kriegen. Wäre mir zu teuer, wäre mir zu aufwendig, aber so ist es halt. Also manche Leute liegen halt dann auf die kleinsten Werte wert und das verstehe ich auch ganz gut. Habe ich auch mit großer Begeisterung festgestellt, dass ich das erste Mal für den Charakter ein Rüstungsset komplett gebaut habe. Dass das Problem am Ende nicht ist, dass die Materialien gefarmt werden müssen, sondern dass man halt auch unglaublich viel Geld braucht dafür. Es kostet echt viel, so Items zu bauen. Also wir reden da meistens von 300.000 Eisen. Und ich meine, ich habe jetzt, ein bisschen mehr. Ich habe jetzt 1,2 Millionen. Aber das, ich meine, das sind 4 Rüstungsteile gebaut. Das ist, wenn die dann schlecht ausfallen, gar nicht mehr so witzig. Und 4 Rüstungsteile, damit ist es ja bei weitem dann auch nicht getan, weil wir ja meistens ein paar mehr Sachen anziehen als nur 4.
Okay, schauen wir mal hier weiter. Ah, hier sind wieder tierische. Und hier ist eine kleine Gruft, in die man rein kann. Das ist doch cool. Die schwarze Grabkammer. Da rennen einfach Geister rum und Quatsch. Die Ghule natürlich, wie immer Ghule. Ich habe tendenziell mit jedem Charakter, den ich spiele, wenig Vitalitätswiderstand. Ich bin froh, dass der jetzt mal relativ viel hat einfach. Weil Ghule mich meistens relativ auseinanderreißen mit diesen wilden Pfützen, die sie hinterlassen. Ja, meistens kommen die in ganz großen Horden angerannt, dann zerschlägt man die mit einem AOE und dann sind plötzlich 20 von diesen Pfützen auf der gleichen Stelle. Und dann schaut man blöd aus der Wäsche. Oh Mensch, eine kaputte Brücke, wer hätte es erwartet. Ich werde nie aufhören, darüber zu reden, glaube ich. Ich werde in jedem weiteren Spiel, was ich streame, sagen, oh, da ist eine Brücke kaputt. Das Labyrinth hier. Das Schöne finde ich, ich glaube, hier ist zu dieser Grabkammer hier ist überhaupt keine großartige Lore. Ich meine, es ist einfach, es ist quasi mehr oder weniger etabliert, dass in Grimdawn Geister existieren und dass unterirdisch Kugeln rumrennen. So, wir sind in der Nekropolis, das heißt überall Massengräber, so. Was soll schon sein? Wir sind. Eigentlich sind es alles die toten Sklaven und sowas, die wegen dieses Leides, dass sie Sklaven sein mussten, auch noch als Kriegsgefangene, deswegen halt zu Geistern geworden sind. Davon ausgehen, also Grimdawn ist ja sehr voll mit so, ja, die Leute sind Geister geworden, weil sie einfach gelitten haben im echten Leben. So. Und, naja. Wow. Der Vitalitätswiderstand lohnt sich wirklich so sehr. Ich habe so schlechte Erfahrungen in diesem Grab gemacht mit anderen Charakteren. Und man hat es auf der Karte auch gerade schon ein bisschen gesehen. Spaß für den Ganzen ist natürlich, dass hier ein Schrein existiert. Schreine lohnen sich ja immer. Wir wollen ja irgendwann die Fähigkeit von Ulsaat freischalten. Dieses Großschwert außen.
wir gerade gefunden haben. Ja, einfach ein ganz normales. Na gut. So ein bisschen kriegt man immer noch mal rein hier. Ich weiß gar nicht, warum ich mich immer so rummache, das Inventar so effizient wie möglich zu gestalten, weil es kostet buchstäblich nichts, ein Portal aufzumachen und in der Stadt den Kram zu verkaufen. Solange man nicht in einem Reliktschlüssel-Dungeon ist, ist das wirklich komplett wurscht. Aber das zählt irgendwie auch der Spaß dabei. Hier rumgelaufen. Oh. Hier ist ein großer Raum in der Mitte, wo der Schrein ist. Da ist natürlich auch ein kleiner Miniboss drin, wie es gehört. Lagius, der Gebrechliche. Und der hat ganz schön Giftschaden. Aber nichts, womit man nicht klarkommen würde. So. Na. Oh, ich habe den Punkt gar nicht vergeben vorhin, den wir beim Mockdrogen bekommen haben. Und jetzt gibt es hier Ursals Erlass. Der Erlass von Korvax Herold erfüllt dich mit eiserner Konzentration und Entschlossenheit. Okay, Blitz kann man öfter benutzen, dann packe ich es mal da drauf. Hält für 6 Sekunden. Einfach Aufladezeit, aber es ist halt jedes Mal, wenn ich den Blitz benutze, ist jetzt eine 68-prozentige Chance, dass das ausgelöst wird. Und eine Weile halt einfach den Schaden extrem erhöht. Und die Rüstung. Ich schau mal kurz, wenn ich es auf Kriegsschrei packe, dann ist die Chance bei 100%. Das ist natürlich cool, dann kann man das ganz gezielt nutzen. Andererseits benutze ich es ja eh nicht gezielt. Ich meine, ich spam die Fähigkeiten so viel ich kann, die sind ja gut. Und das war dieses Grab hier schon. Ist nicht viel los. Muss ich extra wieder rausrennen. Ich meine, ich könnte mich raus teleportieren, aber dann wäre ich halt auch wieder irgendwo. Ach, ich mache das jetzt. Oh, das sind ja noch Gegner. Ich teleportiere mich jetzt einfach mal kurz nach Fort Icon. Verkauft den Kram und geht dann wieder durchs Portal in Necropolis. Das war auch wieder ein kleiner Weg zu laufen, aber dann habe ich wenigstens den Kram in meinen Taschen wieder los. Oh, die Händlerin hier verkauft gewöhnlich gutes Aussehen. Die verkauft einfach nur graue Gegenstände, weil die meisten grauen Gegenstände, die man halt findet, die lässt man sich ja gar nicht mehr anzeigen. Also ich meine, ich sehe ja nicht mal mehr die gelben Gegenstände. Die meisten Leute sehen die grauen Gegenstände nie. Und das ist dafür da, dass falls man eben, aber für sein Aussehen beim Illusionisten kann man sich ja quasi transmoggen. Wenn man das dafür möchte, kann man hier diese grauen Gegenstände einfach mal kaufen und dann hat man die halt auch einfach und muss die nicht irgendwie farmen, nur damit es gut aussieht. Das finde ich eine echt nette Idee, ehrlich gesagt.
Aber es war uns jetzt auch nicht weiter wichtig. Ha. Schon über 1000 Ruf bei der bei der Verbannten gemacht vorhin. Das ist natürlich echt nicht schlecht. Das ist ja auch echt nicht schlecht zu laufen. Immer macht man es falsch und ist immer ewig weit auf. Die Zeit, dass es einen Mount gibt in dem Spiel. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wird aber auch langsam Zeit, dass wir die nächste Seite von der Erzählung über die Nekropolis finden. Wir haben jetzt schon echt relativ viel erforscht. Man merkt so, das ist so ein bisschen alles eisförmig aufgebaut. Das wird es auf so ein Zentrum zulaufen. Das war ja auch beschrieben tatsächlich in dem Text. Dass es so eine riesige Aushebung in der Mitte geben soll, wo alles drumherum aufgebaut wird. Bei näherer Überlegung packe ich Ulsaats Fähigkeit doch auf den Warcry. Es passiert so oft in Kämpfen mit kleinen Gruppen, dass ich beide Fähigkeiten nur einmal benutze und dann hätte ich gerne, dass dann auch wirklich dieser Buff ausgelöst wird. Ist auch. Meistens mache ich ja erstmal den Ansturm und dann den Warcry direkt. Da möchte ich nicht, dass auch was passiert. Natürlich immer mit dem internen Cooldown von dem Bullseye-Degree auch. Das ist ja auch in 20 Sekunden. Das kann irgendwo alle 20 Sekunden passieren. Falls das jetzt noch nicht so ganz klar ist, diese Sonderfähigkeiten, die man da draufpackt, also Devotionsfähigkeiten, die haben natürlich immer eine gewisse Chance, wie wahrscheinlich sie ausgelöst werden, wenn man die Fähigkeit benutzt, auf die sie draufgepackt sind. Und je höher der Cooldown der Fähigkeit, umso höher die Chance, damit es halt im Durchschnitt ungefähr gleich viel aktiv ist. Und dadurch, dass Kriegsschrei eben ein bisschen höheren Cooldown hat, ist er genau über die Schwelle drüber, dass er bei 100% Wahrscheinlichkeit landet. Ja, da war ich auch schon. Das Schiff verwirrend und groß, diese Gegend. Ne? Echt ein Labyrinth. Ich habe das Gefühl, man merkt in dem Spiel auch ein bisschen, dass das ursprünglich ohne DLCs wieder das Level geplant war. Weil, was man wissen muss, die Totems sind auch ein DLC, die man so unterwegs findet. Ich habe das Gefühl, wenn man einen normalen Spielverlauf ohne alle DLCs hätte, würde man ungefähr auf Level 50 enden. So. Und ich meine, man sieht es auch daran, dass die Gegner auch anscheinend auf Level 50 skaliert sind. Also dann eben im Levelbereich so 53 bis 55 um sich bewegen. Das heißt, ich bin jetzt hier eigentlich schon kurz vorm Overlevelt sein, aber ich habe ja eigentlich aber nichts gemacht. Aber nichts gefarmt oder sowas in dem Sinne. Habe eigentlich fast kein Gebiet doppelt gemacht. Einmal kurz nochmal in den Relikt-Dungeon reingerannt, aber das kann's ja, das kann nicht der Grund sein. Schon wieder beim Schrein angekommen. Allzu weit wird es jetzt nicht mehr sein. Und dann sollten wir bei der Hälfte angekommen sein. Haha. Was gibt der eigentlich Violett und Grün?
Grün. Was brauchen wir eigentlich für... Oh, 12 Violett. Und... Moment. 2 Violett. 2 Grün. Das heißt, wir brauchen dann am Ende... Ich will auf Azraka noch gehen. Das heißt, wir brauchen dann noch 2 Violett und 3 Gelb. Uiuiui. Man denn sowas. Na, Gelb sind hier oben alle. Ach, sie an. Auch falsch rum. Egal, das plane ich nicht jetzt durch. Beides gibt 130 Leben. Aber ich kann mir aussuchen, ob ich jetzt direkt die 10 Äther oder die 10 Chaos-Widerstand will. Im Moment denke ich die Chaos-Widerstand besser. Kämpfen wir jetzt so gegen Ketonische. Wir haben zwar eine Menge, aber ich weiß ja nicht, was kommt. Ich meine, am Ende kommt hier ein Boss, der den Widerstand senken kann. Ja, schau ich blöd aus der Wäsche. Ist auch heute der Gedanke gekommen, ich überlege die ganze Zeit, wann ich jetzt eigentlich auf die Cadence umskillen soll. Also auf Tagfrequenz. Weil das muss man ja als, nicht muss man, aber sollte man als Todesritter irgendwann machen, weil die sich halt ganz gut mit dem Nekromanten als Klasse ergänzt. Aber mein Plan war eigentlich immer so leveln mit der Kraftwelle und dann am Ende halt umskillen und die Rüstung zusammenbauen. Und eine Waffe dafür. Aber ich bin jetzt gerade so ein bisschen verunsichert, ob ich überhaupt das Spiel nochmal dann ein zweites Mal komplett durchspiele oder ob ich dann erstmal auf was anderes umsteige. Das heißt, dann würden wir das ja nie zu sehen bekommen. Ich überlege mir das mal, ob ich das irgendwann für Akt 5, 6 oder sowas dann auch mal mache. Auf einen wichtigen Todesritter umzugehen. Und nicht nur auf so einen Pseudo-Todesritter, der eigentlich nur ein Kraftwelle-Soldat ist, der bisschen Nekromanten-Buff Unterstützung kriegt. Wäre irgendwie schade drum. Da hätte ich auch eine andere Klasse als Nekromant wählen können. Okay. Na gut, dann kommen wir jetzt wohl zum Portal. Und wie sich es gehört, ist es natürlich von Dämonen besessen, die es hier besetzt haben. Und ich kämpfe jetzt einfach frei. Na Menschen, Obsidian-Kriegsball. Schlechter als unseres, aber das ist ja die Waffe, die wir benutzen. Und man merkt auch, hier, Ulgrim ist jetzt da und Arkon Bartholomew ist hier. Das heißt, der von den Kanons Auserwählten, den haben wir da ja extra geholfen, die Asche von dem zu retten, der ist jetzt auch hier und hilft uns. Unser Feuer wird die Unrein reinigen, sagt er. Okay, er hat nichts Neues zu sagen. So, was sagt Ulgrim? Das hat aber lange gedauert, ja, schönen Dank auch. Ich dachte schon, ich müsste die Welt ganz alleine retten. So, wie lautet der Plan? Ketons Kult ist zu zahlreich, um ihn frontal anzugreifen. Aber mit einigen präzisen Angriffen können wir seine Bemühungen sabotieren, während unsere Freunde von der Schwarzen Legion ihn an anderer Stelle ablenkt. Was habt ihr vor? Anscheinend wird das Ritual durch Blut versorgt, das bei den Lagern des Kults gesammelt wird und in abscheulichen Blutwagen hierher geliefert wird. Das sind diese Kutschen mit den Glasbehältern obendrauf. Um das Ganze noch komplizierter zu machen, hält der konstante Blutfluss ein ketonisches Siegel über dem Eingang zum Grab der Wächter aufrecht. Vielleicht kann ich es mit etwas Anstrengung durchbrechen, aber du hättest keine Möglichkeit, mir hindurch zu folgen. Du musst zuerst die Blutlieferung unterbrechen. Das Grab selbst ist in 3 Etagen aufgeteilt. Die unterste Etage wurde hinter uralten Barrieren verschlossen, aber wenn der Kult Blut in solchen Mengen liefert, muss er sie bereits durchbrochen haben. Ich werde das Grab betreten und sehen, ob ich das Ritual von innen unterbrechen kann.
Unterdessen solltest du dich um die Blutwagen kümmern. Wenn du fertig bist, komm zu mir in die unterste Etage, gleich jenseits des Siegels des Lokorien. Mit etwas Glück werden wir Ktons Kult aufhalten, bevor der Lokorien einen Fangarm bewegt. Okay, ja, wir werden den Kult aufhören. Wir sind uns ja alle sehr sicher, dass ich es bestimmt schaffen werde, den Lokorien, dass ich das Ritual aufhalten werde und der Lokorien nicht beschwören wird, ne? Ja, immer so bei solchen Spielen. Das ist so, man sieht das große Böse ja am Ende nie. Das wird ja immer aufgehalten. So gehört sich das. Ich muss mal eben ganz kurz auf Grim Pools auf die Karte gucken. Ich glaube, ich bin sehr brav im Erforschen, aber ich habe einfach Sorge, dass ich diese Nekropolis-Notizen verpasse. Und das fände ich echt doof. Tatsache, ich habe sie wirklich einfach gerade verpasst. Hier war sie. Habe ich nicht gesehen. Glück habe ich diesen Instinkt dafür, dass ich Sachen verpasse. Ich habe die größte Fear of Missing Out in diesem Spiel. Größte? Heißt es doch. Die Umsetzung der Necropolis Seite 2. Oh, was haben wir hier für Items? Nach 10 Jahren ist die Nekropolis, als die sie bekannt wurde, mehr als zur Hälfte fertig. Viel weiter, als ich früher geschätzt hatte. Obwohl ich auch nicht sagen kann, dass es ohne Schwierigkeiten ablief. Ich war schockiert, als ein Repräsentant des Kaiserreichs Erulan auftauchte und damit begann, Arbeiter und Gerätschaften ohne meine Genehmigung neu zuzuweisen. Offensichtlich hat das Kaiserreich neben meiner originalen Konzeption eine weitere Kammer geplant. Diese Schwachköpfe haben keinen Sinn für Pracht und Design. Das ist mein Lebenswerk, über das wir hier reden. Es ist mir egal, wie viel Geld mir das Kaiserreich zahlt. Ich werde das nicht mittragen. Ich habe mehrere Briefe voll meiner Abneigung an die Ratsversammlung von Erulan geschickt und meinen Unmut über diese Anordnung kundgetan. Nicht eine einzige Antwort. Jedes Mal, wenn ich Vestiaris, diesen erbärmlichen Typen, sehe, konfrontiere ich ihn mit diesem Thema. Und jedes Mal bekomme ich dieselbe müde Antwort zu hören. Ich wurde vom Erulanischen Kaiserreich eingesetzt. Wenn dir meine Aufgabe hier nicht passt, wende dich bitte an sie. Nun, Sie können mich übergehen, so viel Sie wollen. Das ist meine Vision und ich lasse mich nicht verdrängen, während Sie sie beschmutzen. Mir ist es egal, wie lange es dauert. Ich werde herausfinden, was Sie da unten treiben und ich werde dem ein Ende setzen. Verdächtig ist es. Oh, die sind schön. Also, es ist allemal sehr verdächtig, dass da beim Bau der Nekropolis, die von diesem einen Superarchitekten so schön designt wurde, rumgefuscht wird mit: Wir bauen da mal was anders. Und ich hab den Verdacht, dass dieser Vestiaris nicht es wäre behauptet zu sein, dass diese Kammer aus anderen Gründen gebaut wurde, als einfach nur, oh, wir wollen das halt jetzt anders da machen. Oh, jetzt ist das Blutwagen. Also, dieses Ganze, dass der Lokorien darauf beschworen wird, ist wahrscheinlich von ketonischen Infiltratoren oder so angelegt. Wer weiß. Ich freue mich über jedes einzelne Siegel. So, Liam berührt das Totem. Uiuiui. Kommt ja hier der Cthulhu persönlich raus. Auch eine Gegner, die wir noch nicht gesehen haben. So schlimm war es aber auch nicht. Aber die lassen Obsidian-Kriegsbeile noch und Löcher fallen. Da können wir echt mal. Oh, ach, da sieht man es. Eins, was tatsächlich noch minimal besser ist als unten. Was will man mehr? Sonst jetzt nichts so. Ah, das könnte doch was sein. Ja, tatsächlich besser als unsere, auch wenn sie nicht so schön aussehen. Da muss ich jetzt natürlich wieder schnell eine neue abgebrannte Klaue holen, da was. Ach, ja. Ich will keinen Schaden liegen lassen. Muss die ganzen Komponenten immer so schnell wie möglich ersetzen.
Magitta, geht ja fix. Dann sieht man mich auch, dadurch ist die DPS, die wir damit mehr machen, auch um 300 nochmal angestiegen. Das lohnt sich dann halt doch einfach sehr. Ich glaube, den behalte ich mal noch, bis wir... Den noch nicht. Den, den wir anhaben, der ist schon echt gut. Der ist vor allen Dingen sehr gut, falls ich dann mal umskillen sollte. Ich glaube, mich jetzt gerade entschieden zu haben. Ich bin noch nicht 100% sicher, dass ich das einfach mal bis nächste Woche gucke, wie ich dann skille und das nächste Mal dann am Anfang der Folge einfach mache. Je nachdem, wie weit wir heute kommen. Ich bin relativ sicher, dass wir heute den Akt noch fertig kriegen. Wir haben eine ganze Stunde Zeit und das geht ja eigentlich alles relativ fix. Kaputt gemacht. Ich krieg meistens, wenn ich diesen Teil spiele, gar nicht mit, dass ich diese Blutwegen kaputt gemacht habe, weil die ja von jeder kleinen AOE sofort kaputt gehen. Das ist so, hier sieht man in der Mitte, das ist dieses Siegel, was den Eingang sperrt. So sieht das hier aus. Das ist das Zentrum. Und es sieht aus wie ein riesiger Beschwörungskreis. Das ist einfach nicht nur irgendwie so sonst was für ein Schmuck hier. Das sieht aus wie die Beschwörungskreise, die wir sind. Also Beschwörungskreise in dem Sinne, sondern eher so, ja, von diesen Arkanen, Siegeln und so weiter. Und wahrscheinlich, ich meine, man sieht, dass der Stein komplett kaputt ist. Wahrscheinlich wurde das gebaut, um da was einzusperren. Also das scheint sehr... Da unten, was auch immer diese Kammer ist, da wurde wahrscheinlich der Locker Rain oder so eingesperrt. Eigentlich könnten wir hier einfach reinspringen, aber... Ach nee, das ist ein Skelett und ich dachte schon, da geht's runter. Das war schon. Alle drei Blutwegen zerstört. Ich erforsche natürlich trotzdem die Gegend noch zu Ende. Es gibt hier immer noch ein bisschen was zu entdecken. Was für eine Todesanimation von dir. Genau, hier sieht man es auf so einem kleinen Beschwörungskreis, das sind immer sehr ähnliche Runen wie bei diesem großen Steinkreis, der da in der Mitte von der Nekropolis ist. Das fällt mir hier gerade mal auf, meine Schuhe sind gar nicht verzaubert, da muss ich mal so ein neues Mark of the Traveler drauf bauen. Ich glaube, ich habe mir mehrere Sachen nicht verzaubert. Ah. Könnte ich nochmal demnächst schauen, ah, aber nicht jetzt. Alles so, naja. Also wenn Verwunderung ist, was ich gerade mache. Ah, das sieht doch gut aus. Wenn man auf ein Rüstungsteil drauf geht, was keine Komponenten drauf hat, dann werden im Inventar alle Komponenten, die da drauf gehen können, einfach markiert. Nicht sehr praktisches System.
Findet man immer leicht den Kram, den man draufpacken kann. Bei dem Gürtel hier lohnt sich auch tatsächlich, was es einfach nur Rüstung oder sowas gibt. Weil Rüstung bei Gürtel habe ich, glaube ich, schon mal vor sehr langer Zeit erklärt, für jedes Rüstungsteil gewertet wird. Nicht für den Bereich, weil Gürtel ist kein eigener Trefferbereich. Damit. Na, wo ist das eigentlich mit Rüstung? Ah, das muss doch hier sein Rüstungswert. Genau, hier kann man sehen, wie hoch der Rüstungswert für alle einzelnen Bereiche ist. Oder ist Gürtel halt nicht dabei? Hier steht noch ein Blutwagen, der ist aber nicht für die Quest. Das irritiert mich immer immens, dass der hier einfach so stehen kann, während die anderen drei, die müssen zerstört werden. Aber der ist egal. Ich verstehe es nicht. So, und hier ist der dritte Text. Umsetzung der Nekropolis, Seite 3. Mein Vater, Hemal Lestari, ist tot. Nach fast 20 Jahren seiner besten Arbeit wurde die Nekropolis fertiggestellt. Es ist ein großes Unglück, dass er nicht mehr erlebte, wie seine letzten Arbeiten fertiggestellt wurden. Verstarb er doch unerwartet nur wenige Tage zuvor. Ich kann nicht verstehen, warum er so unvermittelt verstarb. Er war doch so stark und gesund. Ich bin sehr traurig und dennoch mit Stolz und Glückseligkeit erfüllt darüber, dass mir die große Ehre zukommt, seine großartige Konstruktion fertigzustellen. Das Kaiserreich war einverstanden, dass er hier begraben wird. Eine große Ehre für unseren Familiennamen, wo er doch mit so vielen heldenhaften Verteidigern unserer großen Nation begraben wird. Der Autor liebt das Wort groß. Was mich betrifft, so entwerfe ich das Mausoleum meines Vaters und dann muss ich für meinen nächsten Dienstauftrag abreisen. Ich wurde für den Bau eines gewaltigen Tunnels beauftragt, der als Verbindung zwischen dem besetzten Nordland und dem Süden Arkovias dienen wird. Vielleicht das Projekt nicht genauso prachtvoll wie die Nekropolis, aber es wird meines sein und ich habe noch viele Jahre, um in die Fußstapfen meines Vaters zu treten. Ein Tunnel von Nordland nach Süden. Ich weiß jetzt nicht, von welchem Tunnel es da geht. Ich wollte bleiben und den Bau des Mausoleums meines Vaters überwachen, aber die Anweisungen lauteten, dass ich unverzüglich mit dem Bau des Tunnels zu beginnen habe. Ich verstehe die Eile und Nachdrücklichkeit nicht. Es fühlte sich so an, als wollen sie mich zwingen, diesen Ort zu verlassen. Assistenzarchitekt Modin Listari. Wahrscheinlich, damit die hier irgendwas treiben konnten, womit der Architekt nicht einverstanden wäre. Wie zum Beispiel den Avatar eines böswilligen Blutgottes einsperren. Fände ich jetzt auch nicht so toll. Hier ist eine kleine Sprengstelle. Eine Reparaturstelle, wo man eine Brücke reparieren kann. 40 Stück Schrott und 10.000 Eisen. Das ist eine Menge. Es wäre eine Menge, also es ist eine Menge. Wir haben 64 Stück, aber ich mache das mal. Schön weite Brücke. Ich weiß nicht, warum ich die so umständlich. Ich glaube, da hätte ich schon nochmal so 10, 20 Stücke Schrott sparen können. Und hier drüben ist nichts anderes als ein riesiges ketonisches Drift. Da gehe ich jetzt nicht rein. Das ist tatsächlich der Weg zu einem Reliktschlüssel-Dungeon. Sieht man ja mal an diesen Monumenten hier. Das ist quasi der Ketonia-Reliktschlüssel-Dungeon. Der ist leider auch nicht wirklich spannend. Und da werden wir für die Quest von der Verbannten noch hin müssen. Bis dahin warte ich dann mal noch. Das mache ich heute, glaube ich, nicht mehr. Der ist auch wirklich mit Abstand der Reliktschlüssel-Dungeon, den ich am wenigsten mag, weil er wirklich einerlei interessante Lore hat. Das ist einfach nur so ein riesiges von diesen Rifts. Es ist ganz cool designt, aber ja, werdet ihr sehen, wenn wir drin sind. Ja, hier ist auch noch ein Lore-Text. Auch gebrauchen. Ja. Das Blut strömt. Das Blut, das ich transportierte, schwappt umher wie bei einer umgestoßenen Tasse. Es drückt und steigt an der Seite des Glases hoch und versucht, zu seinem Ursprung zurückzukehren. Wenn die Deckel nicht so fest wären, würden sie aufplatzen, würde das Blut durch die Luft fließen zu ihm, der es zurückfordert. Ich gestehe, dass der Drang, einen der Decke zu öffnen, stark ist, aber meine Überzeugung ist stärker.
ist eine Prüfung und ich werde durch das Feuer in das Reich der Götter und Legenden übertreten. Bald schon werden die Jahrhunderte eines langen Schlafes zu Ende sein. Und wenn der Lokorien erwacht, werden die Ungläubigen für ihren Mangel an Glauben büßen. Kabbalist Zakul. Also, ja, einer von den Blutgeschworenen hier. Ist mal so ein bisschen poetisch ausgelebt oder so. Okay, wir sind durch. Die Karte ist komplett erforscht. Wir haben alle Lore-Texte mitgenommen, die es gibt. Jetzt können wir hier in die Mitte gehen zum Grab der Wächter. Ja, Inventar ist auch echt gut leer. Das lohnt sich. Also, was heißt, das lohnt sich? Da muss ich jetzt nicht sofort wieder raus, sobald ich irgendwie ein bisschen was gefunden habe an Items. Oh, sieht hier drin aus. Und das ist, was in dem Text geschrieben wurde von der Necropolis, dass er dieses riesige Loch graben wollte, wo dann unzählige Gräber sind. Und das sieht man hier richtig schön, wie sich das da nach unten zieht. Und die Kammer, die zusätzlich hier heimlich gebaut wurde, ist im dritten Untergeschoss. Das heißt nicht heimlich, sondern entgegen der Pläne des Architekten. Und hier sind natürlich die Ktonier richtig am Start. Das ist, worum es denen geht. Hier ist einfach keine Musik. Das ist komplett bedrückend. Ich frage mich bei sowas immer so, war das wirklich der Plan, dass dann ein so ein cooler Sarg ist für irgendwen Wichtiges und drumherum liegen einfach nur 2000 Schädel auf der Erde? Ich weiß ja nicht. Ich kenne mich mit Necropolis nicht aus. Gerade gar nicht sicher. Ich glaube, die Original Necropolis war ja auch eine Totenstadt, eine spezielle, nicht... Ist ja nicht einfach ein stehender Begriff für alles Mögliche, aber so Fantasy-Sachen haben das halt dann ein wenig mittlerweile mal, übernommen in den Begriff. Aber es heißt ja auch einfach Totenstadt, also Necro für Tote, Polis für Stadt. So, ja. Ist bei den meisten, glaube ich, klar. Ein Lore-Text, klarer Heldenmut. Bei all dem Übel, das in unserer Welt Einzug hielt, machte es zu dieser Zeit so viel Sinn, sich den Blutgeschworenen anzuschließen. Zunächst tat ich es, um dem Grauen zu entfliehen, das die Ätherischen entfesselten, dem Tod meiner Familie, meiner Frau, meines Sohnes. Später aber begann ich die Worte der Kultistenanführer zu verstehen und ihnen meinen Glauben zu schenken. Die Wahrnehmung meiner Zugehörigkeit gab mir das Gefühl, wichtig zu sein. Ja, gar Teil von etwas zu sein, das größer ist als man selbst. Nun, wo ich hier in den Hallen dieses machterfüllten Ortes stehe, fühle ich, dass all jene, die ihr Leben gegeben haben, ihre Augen auf mich richten. Die Anführer, die großen Helden und die unzähligen Tausenden, die ihnen folgten. Sie kämpften dafür, dass wir ohne Angst vor den namenlosen Feinden leben konnten, denen ich nun diene. Aber ich kann die Ehre und Aufopferung meiner Ahnen spüren und ich bin beschämt. Beschämt über den Schrecken, den ich auf meinem Weg hinterlassen habe. Monatelang habe ich abscheuliche, unsägliche Dinge getan. Der Tod von Ehemännern, Ehefrauen und Kindern haftet an meinen blutigen Händen. Und das für nichts anderes als meine eigene Selbstsucht, mich von meinen eigenen Ängsten und dem verheerenden Verlust zu befreien, der mich zu diesem Wahnsinn trieb. Tod und Mord, alles im Namen eines längst toten Gottes, der genauso wenig Anspruch auf das Blut in meinen Adern hat wie ich. Blut, auf das diejenigen Anspruch haben, die ich in seinem Namen umgebracht habe. Der blutgetränkte Untergrund dieses vergessenen Schlachtfeldes hat meine Angst hinweggetragen und mich erwachen lassen. Es gibt keine Vergebung für das, was ich getan habe, keine Bestrafung, die es jemals wieder richten könne. Aber ich kann meinen letzten Atemzug, meinen letzten Tropfen Blut und zuletzt mein Leben dafür geben, um so viel Schaden anzurichten, wie ich nur kann. Ich bin nicht allein. Die großen Helden stehen mir bei und ich habe keine Angst. Es klingt, als wäre hier jemand ja, abtrünnig geworden bei dem Kult. Er habe sich am Ende dann gegen den Kult gestellt, wer weiß. Ich würde mal behaupten, er wurde wahrscheinlich dann auch einfach aufgehört. Also es sieht nicht so aus, als hätte er Erfolg gehabt mit was auch immer er vorhatte.
Also ich packe tatsächlich im Moment die Talente einfach gerade nach Lust und Laune auf die Sachen, die ich als erstes sehe. Das sind alles gute Talente. Wenigstens davon, also ich meine, auf dem Level hier muss man jetzt auch noch nicht alles bis ins Kleinste optimiert haben. Und ich skill ja eh relativ bald komplett um. Wahrscheinlich. Echt krass, dass hier einfach gar keine Musik läuft auf diesem Dungeon. Spürt förmlich die Spannung, wenn ich nicht dauernd dazwischen labern würde, ne? Durch. Aus rumlaufen. Also man merkt auch, dieser Dungeon zieht sich, also zumindest dieses Level hier zieht sich einmal im Kreis um dieses riesige Loch in der Mitte. Das Gefühl, hier unten in der Ecke ist bestimmt irgendwas, was ich einfach verpasst habe. Und hier ist, hey, eine lose Fackel. Und dann geht hier eine Tür auf. Schön. Ah, kleine geheime Nische. So, jetzt muss ich noch da hochrennen. Ich will ja nicht einfach irgendwas verpassen. Ich habe gerade schon mehrmals erwähnt. Keine Sorge, wir kommen noch früh genug zum Finale. Das hier sieht doch irgendwie aus. Das könnte man hier irgendwie rein, ne? Komisch. Kann man aber nicht. Ist ja voll komisch. Aha. Oh. Das ist cool, diese Fackeln, die werden immer mehr so einfach mal eingesetzt, dass hier auf dem Stockwerk einfach zwei davon sind. Das ist halt auch, finde ich cool. So, weil eine findet man und ist so, wow, cool, ich habe ein Geheimnis gefunden, aber bei beiden das ist es noch viel besser. Ich sag so, als wüsste ich, ob es hier nicht vielleicht sogar drei davon gibt. Mal sehen, ob ich noch eine dritte finde. Ja, jetzt kurz am Sound was ändern. So. Ah, ich verlaufe mich. Eine sehr schöne Sache, auf dem Level gibt es einen Boss am Ende, aber der muss nicht zwingend am Ende sein, der kann tatsächlich auch einfach an einem früheren Punkt schon rumstehen, weil das ein definitiver, relevanter Punkt ist, wo der steht, so in dem Sinne, es ist halt nur ganz arbiträr so das Ende dieses Stockwerkes. Aber wir sind jetzt hier schon so viele Treppen einfach runtergelaufen, ohne in Anführungszeichen das Stockwerk gewechselt zu haben, also ich glaube, das ist relativ sinnlose Unterscheidung mit den Stockwerken in diesem Gebäude. Da bin ich ja schon fast am Ende, dann gehe ich mal lieber hier nochmal rum.
Ja, das ist ein Text namens der Tor hat sich, das Tor hat sich geöffnet. Das ist natürlich kein gutes Zeichen, dass der Text so heißt. Und hier ist dieser Boss. Bane Galgalor. Wächter der Tore. Und das war jetzt nicht so krass. Etwas hat sich verändert. Irgendwas an der Luft fühlt sich anders an. Es fühlt sich an, als sei man in einer Flasche, von der der Korken abgesprungen ist, als der Druck freigesetzt und meine. All der Druck ist freigesetzt und meine Seele wird in der explosiven Freisetzung von meinem Körper in Richtung Öffnung geschleudert. Mein Verstand verabschiedet sich und ich habe Mühe, auf den Füßen stehen zu bleiben. Ich kann es fühlen. Tief im Untergrund haben sie endlich die letzten Riten ausgeführt und das Tor hat sich geöffnet. Das Blut wallt in mir, drückt, zieht mich an. Ich muss gehen, ich muss das große Erwachen miterleben. Wenn ich auserwählt bin, bin ich bereit, wieder ganz zu sein, eins zu werden mit K'Thun. Kabbalist Sakul, das ist der, von dem wir schon mal einen Text gefunden haben, über dieser das Blut fließt Text oben in der Nekropolis. Über die Glasbehälter voller Blut, wo er dem Drang widerstehen musste, den aufzumachen. Freut mich sehr für ihn, dass anscheinend, was auch immer er sich erhofft, auch aufzugehen scheint. So, Stockwerk tiefer, hier sieht es schon wieder ganz anders aus. Das ist nicht ganz anders, aber irgendwie offener. Hier geht es so in die Abgründe runter. Ah! Arbeit im Verborgenen. Lore-Text. Jetzt erstmal hier alles töten, was es beim Lesen unterbrechen will. Ist schlimm. Gentlemen. Ich schreibe diesen Bericht, um Sie darüber in Kenntnis zu setzen, dass nach 10 Jahren des Wartens das Nekropolis-Projekt seine endgültige Tiefe erreicht hat und wir endlich bereit sind, mit der zweiten Phase zu beginnen. Ich habe Sklaven, Baumaterial und die mit Runen versiegelten Kisten angefordert, die zur Baugrube befördert werden. Ich persönlich hatte die Aufsicht über den Transport eines jeden Gutes und muss Sie über einen unglücklichen Zwischenfall informieren. Ein Wagen verlor ein Rad und eine der Kisten wurde so beschädigt, dass das Siegel brach. Dies führte zu einer undichten Stelle. Der Fahrer bestand darauf zu helfen und trotz meiner bestmöglichen Bemühungen, ihn vom Berühren der Kiste abzuhalten, gelangte etwas vom ausgeflossenen Sekret auf seinen Körper. Ich tötete den armen Narren umgehend. Ein gnädiges Ende, verglichen mit dem, was das faulige Sekret ihm angetan hätte. Ich habe den Schaden eingedämmt und dafür gesorgt, dass seine Entschädigung an die Familie des Mannes gezahlt wurde. Außer diesem unglücklichen Zwischenfall gab es keine weiteren Verzögerungen. Die sterblichen Überreste sind sicher am Grund der Nekropolis gelagert, bis das Gefängnis vollendet ist. Ich habe die Unterlagen dem alten Architekten vorgelegt, der die Bauleitung innehat, und obwohl er seinen Unmut bekundete, stellte er sich nicht gegen den kaiserlichen Erlass. Doch in den wenigen Monaten, seit ich hier bin, hat er darauf bestanden, zu überprüfen, worum es geht und was wir mit seinem großen Werk, wie er es immer zu nennt, vorhaben. Ich habe zum Ausdruck gebracht, dass dieses Benehmen wenig weise und unsicher ist, aber er beharrte darauf. Hammer Lestari hat eine Familie, die als Druckmittel herhalten könnte, um ihn zu zwingen, den Dingen ihren Lauf zu lassen. Unglücklicherweise fürchte ich, dass sein Interesse uns dazu nötigt, drastische Maßnahmen zu ergreifen, bevor das Projekt zu Ende gebracht ist. Vestiaris, kaiserlicher Arkanist. Ein Arkanist? Und das klingt mittlerweile nicht mehr nach. Oh ja, der K'Thun-Kult hat hier irgendwie heimlich den Lockerön. Oh, es bebt. Irgendwie zur Beschwörung da untergemacht oder so, sondern vielmehr nach, das ist ein Gefängnis. Dieser Vestiaris als Arkanist war damit beschäftigt, die anscheinend Überreste des Lockhorane, der schon mal beschworen wurde, laut Ulgrim, diese Überreste einzeln hier hinzubringen und da einzusperren. Und, was sehen wir hier? Hier kommen einfach Tentakel schon hoch. Es wurde ja auch angedeutet, dass der Lockerin Tentakel hat vorhin. Und wegen so, wir werden das Ritual unterbrechen, bevor er auch nur einen einzigen Tentakel gerührt hat. Und so, ich sehe, wie sich da Tentakel rühren. Ich weiß ja nicht, ob wir das noch rechtzeitig schaffen. Ne? Vielleicht war es, weil ich so lange gebraucht habe, das Nekropolis-Tor zu öffnen. Sich Ulgrim ja beschwert hat. Das muss man selber machen.
gruselig, wie es hier tief runter geht. Ach, das ist ein schönes Level hier. Und der Tentakel schlägt einen sogar. Wenn man hier rumsteht. Na, ja, doch nicht mehr. Vielleicht war es auch irgendeine andere Effekte hier, hat war. Drehen so, damit ich bei der Karte übereinstimme, dass man nicht komplett verwirrt die ganze Zeit. Geil, dass dieser Abyss, wo unten einfach nur Tentakel sind, weil da so ein paar Bretter drüber gelegt, so, ja, das wird schon passen. Was soll passieren? Das geht aber nicht mit der Arbeitssicherheit, klar. Das wird ja immer schlimmer. Richtiger Blitzableiter. Epischer Name. Ne? Oh, Ruf gehasst bei den Ketonien erreicht. Frag mich warum. Das habe ich ihnen je getan. Oh, ein Rotem mal wieder. Da kommt schon wieder so ein Hulu-Boy raus. Oder vielleicht irgendwelche anderen cool aussehenden Höllenkreaturen. Kann ich nie genug haben. Nichts Besonderes. Nichts, was wir noch nicht gesehen hätten. Platz effektiv genutzt. Und man sieht auch, je weiter ich komme, umso mehr von den Tentakeln werden hier sichtbar. Was auch immer da ist, oder was auch immer der Lockerion ist, hat anscheinend viele Tentakel. Vielleicht ist es einfach nur so ein sehr großer Oktopus oder so. Gruselig. Auch schon auf der Karte, da kommen wir jetzt die ganze ein bisschen näher. Das ist Typ namens Blutfürst Talonis. Beschwert einfach mal von dem Typen hier. Eigentlich
echt überraschend, dass der nicht sich in irgendein größeres Monster noch verwandelt, wie es ja normalerweise alle von den Ronia-Bossen gerne mal tun. Was heißt alle? Es hat einer bisher getan, aber es ist trotzdem, es bleibt einem halt hängen. So. Zwei Texte gefunden. Das letzte Siegel. Oh, Ktons Blut. Lecker. Das letzte Siegel. Oh, ein legendäres Einhandschwert. Nicht, dass wir das brauchen würden, aber. Und eingeschlossen. Dann lesen wir erstmal den eingeschlossenen Text. Sie versprachen uns Freiheit. Freiheit als Gegenleistung für 10 lange Jahre zermürbender Arbeit. Aber jetzt weiß ich, dass wir alle an diesem Ort sterben werden. Letzte Nacht, während wir schliefen, nahmen sie uns alle Werkzeuge und Vorräte. Der Zugang zu der Kammer ist nur aus massivem Fels und ein unheimliches Summen geht von ihm aus, als würde ein Schwarm Bienen in ihm stecken. Wir wurden an diesem furchtbaren Ort mit nichts als den runenverzierten Kisten eingeschlossen. Ihnen haftet eine faulige Feuchtigkeit an, die uns beißend bis tief in die Nase steigt. Ich kann nicht länger auf ihre Inschriften starren. Sie verbrennt die Augen und trübt die Sicht. Ich denke, wir sollten sie nicht öffnen, aber die anderen beginnen hungrig zu werden und hoffen, Lebensmittel in ihnen vorzufinden. Ich weiß, dass keine darin sind. Jeder Muskel meines Körpers sagt mir, dass ich mich so weit wie möglich von diesen Kisten fernhalten muss. Die Runen, die sie kennzeichnen, sind dieselben, die wir in den Mauern dieser Kammer meißeln sollten. Ich glaube, dies ist eine Art Gefängnis, gebaut, um das zu beherbergen, was langsam aus den Behältern hervorquillt. Und nun sind wir hier drinnen damit gefangen. Ich war vielleicht auf der Verliererseite dieses Krieges, musste zusehen, wie viele meiner Kameraden auf dem Schlachtfeld fielen. Aber das hier, das ist keine Art für einen Mann zu sterben. Gruselig. Ja. Die haben am Ende einfach alle von den Sklaven, die hier geholfen haben, die in Nekropolis wohnen, einfach getötet. Es war anscheinend extrem wichtig, geheim zu halten, dass sie den Lokoreon hier eingesperrt haben. Also die haben ja anscheinend alles getötet, was ansatzweise Ahnung davon hat, dass das passieren könnte. Dass das passieren könnte, dass das der Fall ist. Also selbst die Leute, die nur wissen, dass hier irgendwelche Runen angebracht wurden, wurden schon getötet. Wahrscheinlich damit der Ketonkult das nicht rausfindet. Aber na gut, hat nichts geholfen. So, das letzte Siegel. Das hat der Blutfürst hier gerade fallen lassen. Endlich stehen wir vor den blutverschmierten Toren des Sieges. Der Lokhorean wird bald erweckt werden und uns damit in ein neues Zeitalter führen. Ihr seid es, meine treuen Bittsteller, die den Weg zu unserem finalen Sieg geebnet haben. Eure Hingabe und Aufopferung haben uns an die Schwelle getragen, und ich denke, wir sollten sie überschreiten. Unsere Ahnen waren fest entschlossen, diese letzte Kammer zu erbauen. 100 der fähigsten Arkanisten ließen ihr Leben, um die Runen zu verstärken, die das Grab des Lokorain zusammenhalten. Sie glaubten, dass ihr Opfer es wert und die Siegel unzerstörbar waren. Aber wir haben eine Armee von Tausenden, die mit der Macht des toten Gottes empordrängen. Macht, die niemals eingedämmt werden wird. Mit Freude legte ich das Messer an die Kehlen meiner Gläubigsten und fühlte den Strom ihres Blutes entweichen. Blut, das sie in dieser letzten Stunde bereitwillig gaben. Mit der Kraft ihres Blutes zerschmetterte ich das letzte Siegel und begann mit dem Ritual. Bald schon soll der Lokorian aus seinem ewigen Schlaf erwachen. Die Welt wird einmal mehr vor dem Worte Ktons erzittern. Lass das Blut nur so strömen. Talones Ktons Blutfürst. Hier ist jetzt auch ein Riff drin. Damit kann man einfach quasi wieder zum Anfang zurückkehren, also aus dem Dungeon raus. Ich weiß nicht warum, weil man kann hier auch ein Rift Gate öffnen. Kein Plan. Mache ich jetzt auch einfach mal, weil hier geht's runter zum Grufteingang. Das hier ist dieses Tor mit Runen verziert. Das hier ist quasi der Eingang zum Gefängnis des Lokorain. So, ich bin hier nicht bereit. Ich denke schon, ja, was soll passieren? Am Rande des Wahnsinns. Da ist Ulgrim. Er kämpft gegen das hier. Das ist der Lokorön, die Stimme von Thron. Schwört diese komische Spindel. Spuckt hier Säure. Da stand gerade eine Message, die war aber zu schnell wieder weg. Ulgrim wurde gerade in den Rift reingesogen. Das stand da extra als Nachricht. Das ist tatsächlich passiert. Das ist nicht nur, was jetzt hier im Kampf passiert ist, sondern wirklich in der Story, was vor sich geht. Das heißt, Ulgrim ist quasi gut. Sehr eventfrei. Das ist einfach so nebenher mal schnell passiert. Das ist auch wie der Endboss von Borderlands 1, falls ihr das kennt. So, der.
der so aufreicht. Der ist natürlich kein Match für meine Kraftwelle. Es gab gerade 75. Und ich habe jetzt die Elite-Schwierigkeit freigeschaltet. Mal kurz anzugucken, der hat hier so Krebsscheren aus seinem Mund raus, der hat hier einen Mund voll mit so. Also Krebsscheren im Sinne von Tierkrebs, aber der Mund sieht ja aus wie so ein Krebsgeschwür im Sinne der Krankheit Krebs. Mehrere so Augen, also sieht nicht wirklich aus wie ein Oktopus, aber er hat halt hier trotzdem überall so Tentakeln und hier scheint diese ganzen Tentakeln seine. Das hier unten ist dieses komplette Siegel, mit dem er eigentlich mal eingesperrt wurde und hier sind die ganzen Blutopfer, die gebracht wurden, um das Siegel zu zerstören anscheinend. Und hier sind drei Truhen, die wir jetzt öffnen können. Undurchdringliche kaiserliche Kleidung der Königin. Was heißt denn das jetzt? Kaiser oder König? Ja. Hier stehen ein paar Kerzen auf, süß. Überall dieser grüne Dampf und sowas. Das Höllenfeuer. Hier geht es noch tiefer runter. Ja, und Ulgrim, der ist jetzt tot. Der hat uns sehr lange begleitet. Den haben wir damals in Burwich Outskirts kennengelernt, hier im Sumpf. Hat er da gesessen und was gekocht und gesagt, er wäre einfach nur ein Koch, der mal am Hofe des Kaisers gearbeitet hat. Und wir haben irgendwann rausgefunden, dass er eigentlich eher ein Geheimagent ist und er hat uns auf der Reise nach Homestead begleitet. Wir haben ihn hier in Schmugglerpass oder eher in der Totenschlucht wieder getroffen, wo er mit mehreren Flüchtlingen zusammen versucht hat, nach Homestead zu kommen, aber nicht konnte, weil die Ätherischen alles hier verbrennen und sich von uns helfen lassen mit einem Riftgate, diese Leute zu retten und nach Homestead zu bringen. Und ab dann hat er mit Inquisitor Creed zusammen dafür gesorgt, dass wir vorstoßen können, uns gesagt, wo wir lang müssen, vom Darkwell Gate erzählt, dafür gesorgt, dass wir uns mit einer von den beiden Fraktionen bei Soros Bastion anschließen, also mit den Wächtern der Todeswache, oder wie die heißen, oder dem Kaimans Auserwählten. Und dann hier bei Fort Icahn erzählt, wo wir lang müssen. Und jetzt den letzten Ansturm, er hat ja versucht, das Ritual zu verhindern. Naja, das war's mit dem Armulk. Darauf ein Kaffee. Ich gehe mal nach Fort Icahn und rede mit Inquisitor Creed darüber, was hier passiert ist. Wir haben den Locorain aufgehalten. Ich denke, das haben wir auch Ulgrim zu verdanken. Ich bin mir nicht sicher, ob es geklappt hätte, wenn der nicht da wäre. Da gewesen wäre. Es ist nicht das spektakulärste Finale. Ich meine, es ist ja völlig normal beim Finale so. Oh ja, und dein treuer Begleiter stirbt. Und er hat sich jetzt nicht groß heroisch irgendwie geopfert oder sonst was. Es ist so eine Sache von, die kann man im Kampfgeschehen einfach mal verpassen, dass der da plötzlich verschluckt wird. Diese Nachricht blitzt halt auch wirklich extrem kurz nur auf, habe ich das Gefühl. Also ich habe es nicht geschafft, die zu lesen diesmal. Ich weiß halt, was da ungefähr steht. Na gut, reden wir mal mit Inquisitor Creed. Du bist zurückgekehrt. Es ist also erledigt. Die Bestie wurde verbannt, aber Ulgrim wurde mit ihr in die Leere gezogen. Oh je, in Einhand durch. Und so wird unser großer Augenblick des Triumphs durch eine Tragödie getrübt. Die Niederlage des Kultes bei der Nekropolis kennzeichnet einen ersten großen Sieg der Menschheit in diesem Konflikt. Vorausgesetzt, dass wir nicht einfach herumliegen und uns von Dämonen und Geistern auslöschen lassen. Dieser Sieg wird sich herumsprechen und den Leuten Hoffnung geben, dass dieser Albtraum eines Tages wirklich vorbei sein wird. Wollen wir einen Schluck Wasser? Doch wir können nicht diejenigen vergessen, die ihr Leben geopfert haben, uns bis hierher zu bringen. Tapfere Männer und Frauen der Schwarzen Legion, die zu den Waffen griffen, um Eorlan zu verteidigen. Eine Nation, die sie als Kriminelle, Verstoßene und sogar Verräter verachtete. Im Tode waren sie nichts von all dem. Sie starben als Helden. Aber ich weigere mich, Ulgrim schon zu den Toten zu zählen. So viel schulde ich ihm. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ist Ulgrim gar nicht gestorben? Bist du dabei? Wie kann ich helfen? Jetzt teleportieren sich hier plötzlich einfach Leute hin. Captain John Bourbon, Amala Thauben,
Inquisitor Creeds Tagebuch, 9. Eintrag. Bevor wir aber davon irgendwas machen. Gut, du bist zurück. Hast du einen Moment Zeit? Zeig mir noch einmal die. Hä, was ist denn da passiert jetzt gerade? Eigentlich hätte jetzt hier eine Videosequenz kommen müssen, aber sie ist einfach nicht gekommen. Zum Glück gibt es hier diesen Dialog, um es nochmal zu machen. Wo ist die Videosequenz? Was soll das? Ich starte einfach mal den Spielstand neu und versuche es nochmal. Notfalls das Spiel neu, weil die ist eigentlich schon relevant. Das ist quasi das Intro zum 5. Akt. Das erklärt, worum es jetzt eigentlich gehen soll. Schon schade, die nicht zu haben, ne? Ich starte mal das Spiel neu. So geht's nicht. Mal auf schwarzem Hintergrund mein Greenscreen hier oben sehen kann. Oh je, ist ja heute nicht gut beleuchtet hier. Wohin ging es noch? Da ist ja noch nicht von draußen reingekommen. Naja. Ich bin irritiert, weil ich habe das Gefühl, vielleicht ist es, weil ich das Spiel auf 64-Bit-Modus spiele. Und das habe ich normalerweise nie gemacht, weil ich darüber nachgedacht habe, ob das relevant sein könnte. Dadurch hat es ab und an mal ein bisschen gelaggt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Jetzt passiert was. Arumita, Arumita, Loith Soler, Loith Bismir, Monum Ultrum Thonokolo Utokrein! This is too dangerous. I need to find another way. The Rift Gate! Something's coming through! Inquisitor Creed! Devil's Crossing was attacked! Take it easy, John. What's happened? Some new kind of ethereal. Just smashed right through our defenses. We need reinforcements. We're in bad shape. I'll send help, but I can't spare much. We're equally pressed here. Loss of Ulgrim to the Void may be more serious than you realize. Ulgrim is dead, Creed. You must know that. My people need help now. We won't survive another attack. John, I... It came from Malmuth. That thing that attacked Devil's Crossing. I escaped the city with a small group 2 weeks ago. Most died crossing the burning fields. My father was pulled into the bog by cannibals. I had to leave him. I was the only one who made it to Devil's Crossing. Malmuth has been a living nightmare since the Grim Dawn. I was part of the resistance there, if you can call it that. The Ethereals toyed with us, as if we ever had a chance. They let us fight on because they needed us. Needed our bodies for the grotesque things they make deep beneath the city. You think you're safe here, behind your stone walls. But those things from Malmuth will keep coming, and they will find you. And no fortress will ever be able to save you. A chilling tale, indeed. In our fight against the Chthonians, we've overlooked a growing ethereal threat. We must find Ulgrim. But maybe we can aid Malmuth at the same time. You've already done a great deal, but we must ask for your help once again. We need you to strike at the heart of the ethereal invasion, far to the east, in the ruined city of Malmuth. Komisch, dass die Untertitel nicht auf Deutsch waren. Sollten sie eigentlich, hätten sie vielleicht mal sein sollen. Ich weiß nicht, ob das ein technischer Fehler war oder ob das einfach nicht gemacht wurde. Um es kurz zusammenzufassen, Inquisitor Creed versucht mit irgendwelchen Ritualen Ulgrim
zu retten. Der glaubt, dass Ulgrim irgendwo im Rift halt noch lebt. Dann kam Bourbon, Captain John Bourbon aus Davis Crossing und die Frau Amala Torven, die wir noch nicht kennen, aus dem Riftgate. Und haben erzählt, dass Davis Crossing angegriffen wurde von der neuen Art Ethereal. Wir haben ja jetzt ewig lang mit den Ätherischen nicht wirklich... Ja klar, wir haben gegen die gekämpft, aber wir haben jetzt nicht wirklich mit denen uns beschäftigt, wenn man sich die ganze Zeit nur mit den Ketoniern jetzt beschäftigt. Und die Ätherischen sind natürlich immer noch eine große Gefahr. Und in Malmoth ist es wohl extrem schlimm. Malmoth ist, ich glaube, sogar die Hauptstadt. Das ist hier drüben, diese riesige Stadt. Und die Amala ist dort aus Malmoth, die ist geflohen. Und auf dem Weg von Malmoth nach Süden mussten sie hier durch diese Burning Fields, also diese brennenden Felder, die man hier sehen kann, und dann durch den Sumpf. Und im Sumpf, im Uktenbock, wurde ihr Vater von Kannibalen entführt. Das heißt, wir müssen jetzt auch gegen Kannibalen kämpfen. Und das ist alles nördlich hier von Burbage. Wir haben ja schon mal gehört, dass Malmoth so ein bisschen der Ursprung war der Invasion oder zumindest sehr wichtiger Anfangsteil, weil es ist ja die Hauptstadt anscheinend. Ja, und Inquisitor Creed glaubt, wir können das miteinander kombinieren, dass er Ulgrim suchen will und dass wir nach Malmoth müssen, um dagegen diese Horrors zu kämpfen. Wir haben jetzt ja auch Inquisitor Creeds Tagebuch. Was ich sehr witzig finde, ist beim Ritual am Anfang von Creed. Ich weiß nicht, der hat ja einfach quasi irgendwas gerät, so irgendwie ein Ritual ausgesprochen mit irgendwelchen Wörtern, die wahrscheinlich keine echten Wörter sind. Aber er hat die Wörter Bismil und Solael benutzt. Und das sind ja zwei von den drei Hexengöttern. Und das finde ich schon so ein bisschen, okay, Mr. Inquisitor, ich verstehe schon. Du kannst Rituale von Hexengöttern und die nutzt du, um deinen Freund zu retten. Ist klar, Mann, ist da. Typisch. Naja, wir haben hier Inquisitors Tagebuch, 9. Eintrag 2. Ich bin ein bisschen irritiert, warum das 9. Eintrag 2 ist. Ich weiß nicht genau, was es damit auf sich hat. Achso, weil ich zwei davon habe, weil ich einen aufgehoben habe, dann den Spielstand neu geladen habe und dann es nochmal aufgehoben habe. Okay. So, mit Hilfe des Übernommenen haben wir Ketons Kult einen ernstzunehmenden Schlag versetzt. Ich will die Großartigkeit eines solchen Triumphs gar nicht kleinreden, speziell gemessen an den wenigen Streitkräften und den begrenzten Ressourcen, mit denen wir arbeiten. Aber ich befürchte, dass uns viel gekostet hat. Während unsere Aufmerksamkeit darauf gerichtet war, das Erscheinen des Lockerian in unserer Welt zu leugnen, waren die Ätherischen nicht untätig. Zu leugnen? Wir müssen geleugneten. Weiß ich nicht, vielleicht eine andere Bedeutung von dem Wort leugnen, als ich kenne. Viele in Devil's Crossing haben den höchsten Preis gezahlt, aber so ist der Krieg nun mal. Und es mag gefühllos klingen, aber wir handelten angemessen. Es ist ein Sieg für die Menschheit, dass wir nur eine Handvoll verloren, während wir eine Monstrosität daran hindern konnten, die Leere zu verlassen. Dies hätte das Ende der Welt, wie wir sie kennen, heraufbeschworen. Was mich aber verstört, ist der Verlust von Ulgrims an die Leere. Offensichtlich teilt Bourbon nicht meine Befürchtung, und ich glaube, er sieht es mir als versteckenswürdige Sentimentalität an. Bourbon sieht in Ulgrim lediglich einen Mann, aber ich bin sicher, es steckt mehr in ihm. Ich glaube, er ist über sich hinausgewachsen. Ein Mann, der zu einem Halbgott geworden ist. Naja, okay, chill. Ich glaube, der redet von mir, nicht von Ulgrim. Ulgrim spielt gekonnt den Part eines fröhlichen und anspruchslosen Charakters, aber sein Blick drückt viel mehr aus. Er macht beiläufige Anspielungen auf historische Begebenheiten, detailliert und mit einer Vertrautheit eines Menschen, der eine persönliche Erinnerung wieder hervorholt. Neben all seiner offenherzigen Heiterkeit liegt eine Schwere in ihm, und es ist klar, dass er viel erlebt hat. Ich glaube, es ist mehr, als jemand in einem Leben erfahren kann. Doch trotz seiner offensichtlichen Bemühungen, es herunterzuspielen, verfügt Ulgrim über außergewöhnliche Stärke und Energie für einen Mann mittleren Alters, der er auch zu sein scheint. Er ist oft getragen von einem entspannt lässigen Auftreten und bewegt sich träge, aber in gewissen Momenten sah ich, wie mit einer unmöglichen Schnelligkeit reagierte und sich bewegte. Ich glaube, er könnte so viel mehr machen, als die Feinde der Menschheit zu bekämpfen, aber ich bin mir nicht sicher, warum er das verbirgt. Vielleicht werden wir es niemals herausbekommen. Vielleicht hat Bourbon recht. Vielleicht ist Ulgrim an die Leere verloren. Aber irgendwie spüre ich, dass wir ihn wiedersehen werden. Und wenn wir es erleben, dann wird es lange brauchen, um meinen Verdacht zu bestätigen. Andererseits sind dies seltsame Zeiten, in denen ein namenloser Niemand vom Galgenstrick heruntergeschnitten sich erhoben hat, um möglicherweise der größte Held unserer Zeit zu werden. Erst mich. Wenn der Übernommene auf seinem Weg fortschreitet und diesen Krieg überlebt, frage ich mich, ob er vielleicht auch auf dem Weg zum Aufstieg ist. Ich meine, wenn man sich die Sternbilder bei den Devotions anschaut, sind da öfter mal einfach Helden beschrieben, die aufgestiegen sind, weil sie einfach extreme Taten vollbracht haben.
Ich glaube, gerade für die Halbgötter und niederen Götter ist das ein relativ normaler Weg. Also es gibt so diese richtigen großen Götter wie halt Keton, Empyreon und sowas, die halt wirklich uralt sind und mit der Menschheit wenig zu tun haben. Aber Mokdrogon zum Beispiel ist, glaube ich, ein aufgestiegener Mensch. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, Ul'Zaad ist ja auch Korvax Herold, ist ja auch ein Mensch im Sinne. Ja, Oleron ist auch so einer. Der ist als Kriegsgott bekannt geworden nach seiner tragischen Geschichte. Also könnte Ulgrim auch ein Halbgott oder Gott werden. Und wir vielleicht auch. So, jetzt können wir mit Inquisitor Creed reden. Was gibt's denn? Nee, wisst ihr was? Das mache ich nicht. Den Questanfang und wahrscheinlich auch nochmal das Intro schauen wir uns nächste Woche an. Ich glaube, das ist ein echt guter Zeitpunkt, um hier Schluss zu machen. Ich meine, einen sehr viel besseren Zeitpunkt wird man wahrscheinlich nie finden. Schade, dass wir bei der Verbannten jetzt noch keine neue Quest haben, soweit ich weiß. Ich gucke nochmal. Dann könnte ich das nächstes Mal auch herauszögern, indem ich die Relikt-Dungeons mache. Hey. Sie an, sie hat doch jetzt einfach schon eine Quest. Wir haben ihr damals den Folianten gebracht von dem aus dem einen Relikt-Dungeon. Vielleicht hätte ich auch einfach einmal das Verlies verlassen und wieder betreten müssen, wer weiß. Der Folianten, den du mir gebracht hast, war ziemlich informativ, also der aus den Stufen der Folter. Aber jetzt muss ich etwas haben, das vielleicht nicht einmal du beschaffen kannst. Was gibt es denn diesmal? Naja, was habt ihr mit dem Folianten gemacht? Das ist ja viel interessanter. Leider nicht viel. Die Arkovianer konnten es zwar teilweise vorhersehen, aber nicht die Ereignisse, die wir ja heute durchleben. Sie waren zu sehr damit beschäftigt, ihre eigenen Reichtümer zu vergrößern und erkannten nicht einmal annähernd die Verknüpfung des Schicksals, die den Grim Dawn hoben. Okay, was benötigt ihr? Um mehr über unsere ketonischen Feinde zu erfahren, muss ich etwas aus der Leere selbst bekommen. Obsidian findet man häufig in den Tiefen der ketonischen Ebene, aber es darf nicht einfach nur irgendein altes Stück sein. Nein, ich muss den abscheulichsten und konzentriertesten Obsidian haben, den du finden kannst. Man bekommt ihn nur in der Bastion des Chaos, die du über einen Rift betreten kannst, dass der Kult bei der Nekropolis geöffnet hat. Das ist dieser Rift, den wir vorhin extra mit der Brücke freispielen mussten. Suche nach einer riesigen Kreatur namens Gala Bargok und bringe mir ihren Obsidian, den sie besitzt. Jo, werde ich machen. So, damit ist nächstes Mal dran, dass wir Relikt-Dungeons machen. Und nicht nur den, wahrscheinlich wird sie uns auch die andere Quest geben für Port Valbury, was der Relikt-Dungeon von den Ätherischen ist. Der ist nämlich extrem cool, da freue ich mich total drauf, den zu machen. Da gibt es extrem viel Lore. Der von den Ketonian ist so lala. Aber muss man halt machen für die Questreihe und ja, alles mal gesehen haben, bevor wir dann uns in Akt 5 reinstürzen. Aber bis dahin wünsche ich mal noch eine schöne Woche. Bleibt gesund, man sieht sich wieder, Silbe, Welle oder sowas. Und tschüss.